Dein Augsburg ist heute auf der Mototechnica. Und was es hier alles zu entdecken gibt, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Dabei bei der Mototechnica sind die BMW-Freunde aus Ulm, Augsburg und Fürstenfeldbruck. Und ihr seid ein relativ großer Haufen, gell? Richtig, wir sind ein Zusammenhalt. Wir nennen uns Clubs gemeinsam stark. Wir stehen aus 4 Clubs, wie gesagt, das ist Ulm, Fürstenfeldbruck, Augsburg und Schwäbische Alb. Das heißt, was muss man mitbringen, um bei euch mitmachen zu können, außer der Liebe zu BMW, sage ich mal? Eigentlich nichts. Wir sind eigentlich nur ein Haufen aus BMW-Freaks, egal ob neu, alt, umgebaut, getunt, original, verrostet. Uns geht es um die Leute und den Zusammenhalt, um die Gemeinschaft und um das gemeinsame Hobby BMW. Und da spielt es gar keine Rolle, welche Marke, wie alt. Und die Mototechnica ist jetzt eine Plattform für euch als Verein, um euch zu präsentieren? Genau. Uns geht es darum, einfach mal zu sagen, uns gibt's. Ja, wir sind kein Tuning-Club, wir sind ein normaler BMW-Club. Wir sind hier, kommt zu uns, wir haben einen Haufen Spaß. Klingt gut, was ist denn jetzt das für ein Gerät, vor dem wir stehen? Das ist von unserem Sponsor, vom Drecks und Ziegler, eine Seifenkiste. Läuft 60-70 Spitze. Also eine besondere Seifenkiste, sage ich mal. Besonders alt und teuer. Ausstellung schlägt das Herz eines jeden Autofans höher. Aber nicht nur für die, sondern hier gibt es wirklich für jeden was zu entdecken. Auf der Messe gibt es auch einen riesengroßen Teilemarkt. Bastler, Profis, wer auch immer, hier werdet ihr fündig. Und mit PS-starken Grüßen verabschiede ich mich von der Mototechnica.